Herzlich willkommen bei diesem Tutorial-Video von Alpha Process. Ich bin Christian Neute und wir schauen uns in diesem Video gemeinsam die Arbeitsweise mit dem Aufgabenboard an. Sie können in Alpha Process beliebig viele Kanban-Boards verwalten und diese an Ihren Prozess anpassen. Jedes Kanban-Board, das Sie in Alpha Process anlegen, hat standardmäßig drei Spalten zu erledigen, in Bearbeitung und fertig. Sie können jederzeit weitere Spalten zu Ihrem Board hinzufügen, indem Sie auf den Button Spalte hinzufügen klicken und einen Namen eingeben. Damit sich das Board an Ihren Prozess anpasst, können Sie via Drag and Drop die Spalten in eine geeignete Reihenfolge bringen. Neue Aufgaben legen Sie an, indem Sie in der entsprechenden Spalte auf Aufgabe hinzufügen klicken und einen Namen für die Aufgabe angeben. Aufgaben werden ebenfalls ganz bequem per Drag and Drop in die entsprechende Prozessreihenfolge gebracht, so dass Sie jederzeit sehen können, in welchem Bearbeitungszustand sich die Aufgabe befindet. Der Spalte Fertig geben wir jetzt einen anderen Titel, indem wir auf den Titel klicken und den neuen Namen eingeben. In diesem Beispiel legen wir noch eine letzte Aufgabe an und schauen uns an, wie wir die Details der Aufgabe bearbeiten. Aufgaben können eine Priorität haben, eine Beschreibung, die nähere Details umfasst, sowie verantwortliche Personen und Teams. Und Aufgaben können darüber hinaus Checklisten im System zugeordnet werden, damit für jede Aufgabe klar ist, was zu tun ist. Aufgaben können ein Fälligkeitsdatum haben, einem Projekt und Ressourcen zugeordnet werden und natürlich können Sie auch die Farbe der Aufgabenkarte ändern. Legen wir nun noch einen Kommentar an und laden anschließend eine Datei von unserem Desktop per Drag and Drop als Anhang hoch. Nun sind wir mit dem Bearbeiten der Aufgabe fertig und können sie in die Qualitätssicherung verschieben. Aufgaben auf dem Board können selbstverständlich auch durchsucht werden. Durch die zugeordnete Checkliste kann der Mitarbeiter direkt die Prozessfolge bearbeiten, die Sie vordefiniert haben. Zu guter Letzt kann natürlich mit dem Aufgabenboard sowie mit allen Anwendungsbereichen auch auf dem Smartphone in der App ganz einfach gearbeitet werden. Auch dort können Sie das Board bequem durch Drag and Drop modifizieren. Und so einfach gestaltet sich die Arbeit mit dem Aufgabenboard.